Name da hingeht. Wie kam es denn zu der Idee für den Flashmob? Also die Petra Weißflug hat mich angesprochen, das ist ja die Fraktionsvorsitzende von den Grünen. Die hatte dieses Essay von Herrn Gauck gelesen und war davon so beeindruckt und hat das gleich an alle E-Mail-Verteiler geschickt. Und ich habe mir das auch durchgelesen und fand das auch sehr, also schon berührend und interessant, muss ich mal sagen, was dieser Mann doch für einen Werdegang hatte. Und da habe ich gesagt, im Sinne der Demokratie bin ich da sofort dabei und habe da meinen Willi gleich runtergesetzt. Was hat dich so überzeugt? Überzeugt hat mich natürlich erstmal, dass seine Lebensgeschichte ja noch im Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg begonnen hat und dass er durch so viele Systeme, es sind ja nun schon drei, die durchlebt hat und immer irgendwie sehr politisch und sozial engagiert gewesen ist, ohne dass er sich direkt irgendwo in eine Ecke hat drängen lassen oder sich einer Partei oder einer Kaste angeschlossen hat. Eigentlich so ein bisschen revolutionär und das fand ich sehr beeindruckend und damit ist er auch mit Abstand der einzige Kandidat, der dort in Frage kommt für dieses Amt, weil wir haben das Parlament, da sind die Parteien, die Gewinner wählen die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler, aber der Bundespräsident, der oberste Posten, der sollte wirklich von jemand besetzt werden, der was repräsentiert, der die Erfahrung aufweist, der nicht aufgegeben hat und resigniert hat und sich keiner Partei angeschlossen hat. Die Chancen für Herrn Gauck sind ja doch eher, sagen wir mal, es wäre schon eine große Überraschung, weil das rein von den Stimmenzahlen der Parteien her ja eigentlich alles für Wolf spricht. Also wäre es jetzt schlimm für dich, wenn das nicht wird? Also ja, also ich finde es erstens schlimm, ja, weil ich, das spiegelt ja dann auch diese momentane Situation wider, dass es nämlich so undemokratisch abläuft, wie es die letzten Jahre abgelaufen ist, nämlich dass es so einen Parteienlobbyismus gibt und dass die ganzen Sachen hinter verschlossenen Türen einfach schon ausgeschachert sind und dann bloß noch repräsentativ dem dummen Bildzeitungsleser, sage ich jetzt mal, wenn ich das sagen darf, ja, vorgeworfen werden. Also man wird ja als Bürger immer mehr ein bisschen an der kurzen Leine gehalten und wird ein bisschen für doof verkauft. Wenn man sich auf den Straßen unterhält oder zu Hause mit Leuten oder mit der Familie und Freunden, ist eigentlich die Meinung, die die Öffentlichkeit vertritt, immer völlig anders als das, was irgendwie dann repräsentiert wird. Und die Deutschen sind ein bisschen ein faules Volk, was so, ich sag mal, öffentliche Meinungsäußerung angeht und vielleicht auch der Wille zur Demonstration fehlt da ein bisschen. Und ich denke aber, was unsere Eltern 89 angefangen haben, wo der Herr Gauck ja auch eine große Schlüsselfigur gewesen ist, das sollte nicht, also das ist einfach nicht noch nicht beendet. Wir sind noch nicht in einer Demokratie angekommen, wir sind in einem demokratischeren Staat als vorher. Das steht auf jeden Fall fest und das ist gut so. Aber es gibt halt noch viele Strukturen, die einfach altbacken sind und das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß und nicht gerecht. Das muss verändert und abgeschafft werden.